Zukunft bringt. Ja, ich hoffe, ich muss nicht ins Gefängnis oder sowas. 6. Ach, mein eigenes Haus. Miau. Sie sind zu Hause. Vielleicht. Ach, da kann ich doch ein Haus bauen. Mach ich doch gleich. Also ein Haus. Kann ich noch ein Haus bauen? Ah, ich muss ja hier schon Gruppe Haus stehen, okay. Hab nichts gesagt. Viel Glück. Aber dann werde ich auch danach hier erstmal nichts mehr bauen oder kaufen können. Beeindruckend. Oh, ein Pasch. Glückwunsch. Gehört der Bahnhof jemand? Ne. Der Zug fährt gleich ab. Er hat einen einzigen Bahnhof. Ja, Aurel, den anderen hat David. Da haben wir schon gedacht, dass die jetzt handeln wollen. Er will den Bahnhof haben. Oh, er gibt ihm den Bahnhof. Was möchten Sie? Oh, das ist jetzt schwierig. Ich glaube nicht, dass er es macht. Doch, er macht's. Okay. Ihr Zug beginnt jetzt. Na, wenn er die Kohle hat. Boah, wir... Bitte, komm auf 6, komm auf 6. Nein, er macht eine 3. Ich bin momentan der Pleitegeier von allen. Mit 225. Würfeln Sie und sehen wir. Wie gesagt, mit mir kann man handeln. Aber es muss ein gutes Angebot sein. Eine 3. Ja, perfekt! Sie nicht auf. Durch ah, 18, komm, das geht doch noch. Aber ich habe doch das Wasserwerk, wieso zählt das nicht? Ah, David, der hat einen Bahnhof und zwei Straßen und hat eine 8 gewürfelt. Ich glaube, er kommt bei mir drauf. Ja, dann ist es ja zu verschmerzen. Aber trotzdem muss er ein bisschen was an mich bezahlen, 6. Schlaue Investoren geben niemals auf. Ach so, man kann 50 bezahlen. Ich würde einfach drin bleiben. Pasch. Ah, Elektrizitätswerk. Nicht kaufen. Ich will das haben. Sie Auktion! Leben. Ich will's haben! Ich biete nur mal eins mehr. Sucht man ein Versorgungswerk, Miete viermal so viel in den Augen. Hä? Wenn Besitzer beide versorgen, ist die Miete 10-mal. Geht doch! Gott, ich bin sowas von pleite! Sie sind am Zug. Ich brauch Kohle! Ja, ist klar. Ja, macht die Auktion. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kaufen? Natürlich kauft das. Oh, wenn ich Glück habe, komme ich noch durch. Viel Glück. Betonung, wenn ich Glück habe. 4, perfekt, kommt bei mir drauf. Ihre Miete ist fällig. 20. Oh, die beiden wollen handeln. Gibt es auch ein Angebot. Okay, er gibt ihm das und 98 für die Parkstor. Oh nein. Oh nein. Nein, bitte, tu es nicht. Bist du verrückt geworden? Spielen wir. Der ist doch wahnsinnig geworden. 6 und Pasch, 12er. Yes.
Sie können das Grundstück nicht kaufen. Gibt es eine andere Möglichkeit, es zu erhalten? Ja, Auktion, aber ich kann... Leider nicht, ich biete einfach mal 10. Ich bin raus. Tauscht die gleich einer mit mir? Wenn Emilia die erbeutet, könnten wir eventuell tauschen. Ihr seid doch wahnsinnig. Es gibt einen Sieger. Vincenzo. Holla die Waldfee, aber auch. Na, vielleicht tauscht er ja gleich mit mir. Achso, ich bin noch dran. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. 6. Goethestraße. Wenn Sie es jetzt nicht bezahlen können, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Ja, komm, 1. Also David will es auf alle Fälle haben. Achso, ich muss mich schon zurückziehen. 321! Also er kauft jetzt aber auch wie blöd. Aber vielleicht will er gleich mit David handeln oder sowas. Kann ja auch gut sein. Ich muss unbedingt handeln. Mit Vincenzo. Vielleicht die grüne und ich krieg dafür die rote. Mein Mann ist mehr wert. Ach, die Schillerstreier, die hat er mir ja abgegeben. Also die habe ich ihm ja gegeben. Er wollte sie ja unbedingt haben. Will er handeln? Ihr nee. Zug beginnt jetzt. Ja, dann hau mal raus. Vier. Bahnhof. Oh, der könnte sich alle Bahnhöfe jetzt unter den Nagel reißen. Bahnhöfe bilden das Herz einer Stadt. Ja, ich bin schon raus. Ja, hat er. Nee, doch. Oh. Vincenzo. Sie sind am Zug. Ja, los, komm. David, hau raus hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die ganze Zeit am Durchgehen am Quaken bin. Er hat eine 8. Da müsste er. Er kommt bei mir drauf. Das ist gut. Dann kriege ich jetzt mir ein bisschen mehr Kies. So ein bisschen. Kommt auf meine neue Straße. Mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Immerhin, 24 sind 24. Ich kann sie gut gebrauchen. Los, Anthony! Du alter Gebärdensprachkundler. 5 und... So pasch, 10. Er ist doch einer, der sonst immer bei mir drauf kommt oder ins Gefängnis geht. Nein, die Guste gerade von Emilian gekaufte Goethestraße. Würfel nochmal. Eine 7. Oh, Ereignisfeld. Jetzt bin ich mal gespannt, was da warum kommt. Mach einen Ausflug Südbahnhof, wenn es über loskommt, ziehe 200 ein. Nice. Jemand besitzt dieses Grund. Ja, gut, aber ganz ehrlich, 150 plus. Ist auch nicht verkehrt. Los, würfeln Sie. Mit dem muss ich auf jeden Fall noch handeln.
Was? Vielleicht will er ja auch mit mir handeln gleich. Man weiß es nicht. Man wartet noch. Drei. Bei Emilien. Geben Sie nicht auf. Ja, 14, komm, das tut dir doch nicht weh. Aus einem zarten Pflänzchen wächst einst ein Baum. Oh, shit. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Ja, ja, ja. Eine 4 und eine 5, das ist gut. Komme ich auf mein eigenes Grundstück. Sie sollten bauen. Nein, ich kann nicht bauen. Aber ich möchte mit ihm handeln. So, ich tausche das. Nee, halt, Moment. Ich will doch gar nicht, ich will das. Oh, da muss er aber mir noch ein bisschen Kohle auch noch geben. So. Nein, so viel auch nicht. Wir probieren es mal damit. Ist genau gleichwertig, also wenn er Bock hat. Jawoll! Kannst jetzt Häuser, Hotels bauen. Da habe ich ein Haus. Das ist Electric Company. Okay, ich hätte jetzt auch was anderes machen können. Zug Ben! Sie sind am Zug. Ich sollte die Roten lieber aufpumpen. Oh, ich glaube, er darf an Emilien was abdrücken. Ah, das ist die, die ich ihm noch gerade verhökert habe. Spielen wir. Ich glaube, ich baue jetzt nur noch meine Häuser auf. 7. Auch bei Emilien. Okay. Sie müssen den Spieler bezahlen. Ich frage mich immer noch, warum ich das Elektrizitätswerk und das Wasserwerk habe. Es bringt doch irgendwie nichts. 6. Oh, frei parken. Denken Sie gut über den nächsten Zug nach. Oha. So, Anthony, der Mann, der schon zweimal im Kittchen war. Oh, bitte 6 bis 9, 6 bis 9, 6 bis 9. Verdammt! Hättest bei mir rauffahren müssen. Ja gut, dann muss er halt an Emilien was abdrücken. Entschuldigung. Als Kratz. Aber Vincenzo, der ist auch schon fast pleite. Finde ich gut. Irgendwie. Dann wäre ein Spieler nämlich so gut wie raus. 1 und... Er hat eine 6. Nein, er kommt auf mein Wasserwerk. Nee, Ereignisfeld. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Nicht vorhersehen, was eine und jetzt kommt, wird. Rücke vor bis zur Schlossallee. Und da darf er bezahlen. Nee, er besitzt die... Oh, das darf nicht wahr sein. Los, würfeln Sie. Ich würfel und hoffe auf Glück. Glück, 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 Glück. Na, 8. Egal, ich kriege Geld, weil ich über loskomme. Was Gutes passieren. Ich okay, Karte ziehen, es. Komm schon, komm schon. Zweiter Preis im Schönheitswettbewerb, du erhältst 10. Oh, ich bin so schön. Ja, ich bin so schön und auch so toll. Ich habe keine Lust, weiterzureden.
spielen wir. Na, wo kommt er jetzt drauf? 8. Ich glaube, er muss Einkommensteuer bezahlen. Nee, er kommt auch auf Mainz. Was auch immer passiert. Also auf das Ereignisfeld. Ey, wieso habe ich nur einen zweiten Preis im Schönheitswettbewerb und er kriegt Lagerverkäufe und kriegt 50? Das ist unfair. Sie sind dran. Los, Aurel. Hau raus. Tralali, tralala. 7. Oh, er darf löhnen. Oh, Schloss Ali und er hat gebaut. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Boah! 200, also hat Vincenzo sich richtig gut eingelebt. Sie sind am Zug. Also ich möchte da nicht drauf kommen, ich möchte vorher ganz gerne was bauen. Ich baue ja erst am Ende 10. Nee, er kommt auch nicht bei mir drauf. Ich glaube, er muss in den Knast. Ja, muss er. Na, besser kann es eigentlich gar nicht passieren. Du kannst in der Zeit nichts verlieren. Ja, außer er kauft sich frei natürlich. Komm, würfel eine 5, eine 7 oder eine 8. Eine 3. Lass mich verarschen. Ja, ist ein eigenes Grundstück, also who cares. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Nein, er hat noch nicht über den Ausbau nachgedacht. So, Vincenzo, du Glückskäfer. Was die Zukunft bringt. 3. Kommt auch aus eigenes Feld. Der kriegt auch 100 pro irgendwas Besseres als ich. Ey, ich dreh durch. Es darf nicht wahr sein, Alter. Und jetzt baut der wie ein Blödmann. Oh, wenn ich darauf komme, bin ich pleite.